Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 2. Wir haben ja in der letzten Folge der Gianna Parasini geholfen und ja, mal schauen, was sie jetzt heute dazu zu sagen hat. Hermia wird in Kürze eine sehr arme Frau sein. Danke für die Hilfe, Shepard. Asari fertig zu machen ist klasse. Erst so alterslos und überlegen, aber wenn man sie am Haken hat, kreischen sie wie Schulmädchen. Hm. Sie machen das gerne, wie es aussieht. Es muss schön sein, eine Arbeit zu haben, die einem wirklich Spaß macht. Ich wollte Bulle werden. Oder zur C-Sicherheit. Aber meine Familie musste Rechnungen bezahlen. Ich brauchte einfach ein Gehalt, wie es nur ein großes Unternehmen bezahlt. Außerdem sieht man in diesem Job keine Sachen, die einen um den Schlaf bringen. Wirtschaftskriminalität ist nett und sauber. Mann, dieses Mal musste ich wenigstens keine hohen Absätze und kein Kleid tragen. Na, immerhin. Wie sind Sie eigentlich auf Noveria gelandet? Stipendiatenprogramm und konkurrenzorientiertes Praktikum. In den Wissenschaftsfächern war ich immer nur Durchschnitt. Aber im Ergründen von Geheimnissen war ich immer spitze. Wenn man in Armut aufwächst, aber von reichen Kindern umgeben ist, lernt man sich zu verstellen. Für die Arbeit undercover ist das sehr hilfreich. Ja. Was haben Sie jetzt vor? Recherche. Wir hatten in letzter Zeit ein paar Hackerangriffe. Und ich will sicherstellen, dass sie extern waren. Viele interessieren sich plötzlich für dunkle Energie. Meine Bosse wollen wissen, ob man sich deshalb Sorgen machen muss. Damit werde ich die Zeit bis zu meinem nächsten Undercover-Einsatz überbrücken. Okay, und welcher wäre das? Es muss hart sein, so oft Undercover-Einsätze zu haben. Halb so schlimm. Man lernt neue Orte kennen, ist ständig jemand anders. Komisch ist es bloß, wenn man nach Hause kommt, mit jemandem reden will und nicht mehr weiß, wie man reagieren soll. Als wäre es eine weitere Tarnidentität. Verstehen Sie? Ja, mag sein, aber es macht Spaß. Zumindest auch in Rollenspielen. Tief im Inneren macht es Ihnen Spaß, anderen etwas vorzumachen. Deshalb sind Sie auch so gut darin. Das stimmt wohl. Ich bin als armes Arbeiterkind aufgewachsen. Jetzt bewege ich mich unter den Reichen und Mächtigen, mache Notizen und beschaffe Beweise. Und keiner von denen sieht mich kommen. Klasse. Na dann, wir müssen jetzt weiter. Es war mir ein Vergnügen, Gianna. Mir auch, Shepard. Man sieht sich. Ach, was soll's. Hihi. Viel besser als ein Autogramm. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Na, das war doch mal was. So, wir haben auch wieder ein paar Vorbildpunkte bekommen. Das heißt, das war tatsächlich das Gute, was wir hier getan haben. Und wir können ja mal bei Sirius Technology stöbern. Wir können ein Upgrade kaufen für biotischen Schaden. Nehmen wir mit. Das sieht interessant aus. Ja, was haben wir hier? Und verdoppeltes Zeitlimit für einen Umgehungsversuch. Nehmen wir auch mit. Bis jetzt hat es zwar immer geklappt, aber warum sollte man es nicht verbessern? Dann hier auch. Credits haben wir genug. Okay, jetzt haben wir ein paar weniger, aber na gut. Damit muss man rechnen. So, ist hier sonst noch was? Erschreck mich nicht. Minimale Hitzeentwicklung und Geschwindigkeit. Meine Leistungsanforderungen sind extrem hoch. Natürlich, Sir. Ja, dann mach du mal. Wir gehen. Hier kann man nichts machen. Transportation und Shipping. Und Administration. Wir gehen mal Administration. Mal schauen, was es gibt. Aha, na toll. Hallo, Commander Shepard. Liara wird sich freuen, Sie zu sehen. Sind Sie Liaras Assistentin? Ja, Liara verlässt sich darauf, dass ich nützliche Informationen beschaffe. Ich habe weder ihr Netzwerk noch ihre Kontakte, aber ich versorge sie mit zusätzlichen, unterstützenden Daten. Es ist wirklich eine Ehre, für Sie zu arbeiten. Das finde ich toll. Und wie geht's Liara? Wird sie respektiert? Wie ist Liaras Ruf hier auf Ilium? Sie ist hoch angesehen. In nur wenigen Jahren hat sie ein respektables Netzwerk von Verbindungen angelegt. Sie könnte aber noch weitaus mehr politischen Einfluss haben, wenn sie sich weniger auf ihre persönlichen Ziele konzentrieren würde. Aber davon sollte sie ihnen erzählen, nicht ich. Einverstanden. Ich würde dann mal sagen, tschüssi, ich will zu Liara. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Okay, rein da, wenn Liara da ist. Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit bekämpft? Wenige Menschen können das behaupten.
Ich mach's mal ganz einfach. Entweder Sie bezahlen mich, oder ich ziehe Ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab. Nur mit meinem Gedanken. Shepard! Nixeris, alle Anrufe abwimmeln. Ach, Liara. Meine Quellen sagten zwar, dass sie am Leben sind, aber ich habe es nicht geglaubt. Es freut mich sehr, sie zu sehen. Mich auch. Es freut mich auch, sie zu sehen, Liara. Wie geht es Ihnen? Gut. Ich arbeite als Informationsmaklerin. Ich bezahle damit meine Rechnungen, seit sie... also in den letzten 2 Jahren... Und jetzt sind sie zurück und bekämpfen zusammen mit Cerberus die Kollektoren. Das ist richtig. Komm mit. Wenn Sie das wissen, ist Ihnen sicher auch bekannt, dass ich Ihre Hilfe brauchen könnte. Ich kann nicht, Shepard. Tut mir leid. Ich habe hier Verpflichtungen. Dinge, die ich erledigen muss. Oh, na, schade. Was müssen Sie denn alles erledigen? Sind Sie in Schwierigkeiten? Nein, keine Schwierigkeiten. Aber in den 2 Jahren ist viel passiert. Während Sie weg waren, war ich beschäftigt. Und ich muss Schulden begleichen. Hören Sie, wenn Sie mir schon helfen wollen, ich brauche einen erfahrenen Hacker, dem ich vertrauen kann. Wenn Sie an bestimmten Stellen auf Ilium die Sicherheitsvorkehrungen lahmlegen, könnten Sie mir die Information beschaffen, die ich brauche. Das würde mir sehr helfen. Aber... Sag mir, was los ist. Worum geht es hier eigentlich, Liara? Können Sie nicht einfach offen mit mir reden? Das würde ich sehr gerne, Shepard. Es liegt nicht daran, dass ich Ihnen nicht vertraue. Aber das ist Ilium. Alles, was ich sage, wird vermutlich aufgezeichnet. Oha. Es ist nicht schwierig, sich in einen Terminal zu hacken. Weshalb brauchen Sie mich dafür? Ich kann sonst niemandem vertrauen. Wenn Sie sich in den Sicherheitsknoten gehackt haben, sind die Daten noch nicht in Ihrem Besitz. Das führt nur zu einer kleinen Systemstörung. Sie haben dann nur wenig Zeit, um einen lokalen Server zu finden, von dem Sie aufgrund der Störung die Daten auf mein System uploaden können. Damit die Daten auf mein eigenes System importiert werden können, muss ich für diese kurze Zeit alle Verteidigungssysteme deaktivieren. Oh. Na gut, mal sehen, was sich tun lässt. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der Nähe kurzzeitig ein Server zugänglich, von dem Sie Daten downloaden können, wenn Sie sich beeilen. Danke, Shepard. Damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Na gut, dann sprechen wir mal über Samara. Es gibt eine Asari namens Samara hier auf Ilium. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Samara, ja. Sie ist vor kurzem angekommen und bei Überwachungsoffizier Dara gemeldet. Sie finden Dara im Transportzentrum. Warum muss ich Samara bei einem Überwachungsoffizier melden? Ist sie eine Kriminelle? Nein, ganz im Gegenteil. Samara ist eine Justikarin, gehört also zu einer alten Sekte von Asari-Kriegerinnen. Dara kann Ihnen mehr darüber erzählen. Okay. Und unser anderes Ziel? Ich suche Thane Krios. Er soll hier auf Ilium sein. Der Attentäter. Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert. Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Ja. Und das ist Ihnen einfach alles so eingefallen? Ich bin eine gute Informationsmaklerin, Shepard. Die Welt der Intrigen ähnelt in vieler Hinsicht einer Ausgrabungsstätte. Nur, dass die Leichen frischer sind und noch stinken. Ja, gutes Argument, okay. Aber das reicht jetzt erstmal der Fragen. Ich will die liebe Liara nicht so unnötig löchern. Danke für die Hilfe. Mehr wollte ich nicht wissen. Kein Problem. Wenn ich sonst wie behilflich sein kann, sagen Sie einfach Bescheid. Naja, wie geht's dir? Wie läuft's bei Ihnen so? Jeder braucht Informationen, Shepard. Wollen Sie wissen, warum ich nicht alles stehen und liegen lasse und mit Ihnen komme? Weil ich diese Daten brauche. Es sollte um Freundschaft oder um Vertrauen gehen. Aber so funktioniert das hier auf Ilium nicht. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie sich in diese Terminals hacken. Falls Sie das tun, kann ich danach mit Ihnen reden. Na gut, okay. Mal sehen, was ich tun will. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern.
Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der Nähe kurzzeitig ein Server zugänglich, von dem Sie Daten downloaden können. Wenn Sie... Danke, Shepard. Ja, ja. Damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Wir reden später, Liara. Alles klar. Also wir wissen jetzt erstmal, wo unsere beiden Ziele sitzen. Wir wissen außerdem, wo Liara ist. Ja, je höher man wohnt, desto schlauer wird man. Es ist doch eher so, dass je schlauer man ist oder je mehr man erreicht hat, desto höher man kann man wohnen. So. Das Programmvirus, das zu Angriffen durch Max führt, breitet sich weiter aus. Experten warnen vor der gefährlichen Begleiterscheinung, dass schlecht programmierte Sicherheits-VIs beim Versuch, sich vor der Infektion zu schützen, zu Überreaktionen neigen. Vertreter von SynIQ betonte, dass es sich dabei um einen Standardfehler im Prozessor der VI handle und nicht um eine VI-Bedrohung wie durch die GAN. Na, das hoffen wir doch ganz stark. Eine Reihe von Überfällen durch Kroganer und Vorcher auf Gruppen im Halbmondnebel beunruhigt die dortigen Einwohner. Mr. Thax, ein kroganischer Geschäftsmann auf Ilium, äußerte die Vermutung, dass die gefährlichen Bloodpack-Söldner hinter den Angriffen stecken. Das haben wir schon mitbekommen. Können Sie nach den Angriffen auf die Kolonien der Menschen Fertighäuser abstoßen? Wir machen doch einen Warum quatscht das Virus, von dem galaxieweit Max betroffen waren, stammte offensichtlich aus einer Mac-Fabrik von Hane Kedda und war das Ergebnis fehlerhafter und eigentlich bereits für eine Rückholaktion bestimmter Prozessoren in experimentellen Macs. Sprecher von Hane Kedda verweigerten dazu jeden Kommentar. So ein Mist. Wird eine Untersuchung einleiten, möglicherweise gefolgt von Strafprozessen. Ja, das ist mir egal, aber die Nachricht davor, die war von Kaidan, oder beziehungsweise ein Nachruf wahrscheinlich auf Kaidan oder eine Gedenkstiftung. Ich wollte das gerne hören, verdammt. Angeblich wurde Shepard kürzlich bei dem Angriff auf Horizon gesehen. Ja. Sprecher bestreiten vehement, dass Shepard noch lebt oder sogar im Geheimen als Vector arbeitet. Puh, dann eben nicht. Naja. Das abgestürzte Erkundungsschiff Estevanico ist endlich gefunden worden. Juhu. Tief in den Terminus-Systemen. Wie erwartet, gab es keine Überlebenden. Einige Teams sollen nun an der Absturzstelle Überreste bergen, die dann im Allianzmuseum für die Erkundung der Galaxie auf der Erde ausgestellt werden. So, gut, das muss jetzt erstmal an Nachrichten reichen. Wir haben schon wieder einiges erlebt und ihr Blödmänner habt mich unterbrochen, als Kaida ankam, Mann. So. Ja, das stimmt, das ist wirklich widerlich. So, hier waren wir. Haben Sie nichts Schickeres? Wir gucken einfach mal weiter. Ich will etwas, das sagt, der Raum gehört. Deine Haut sieht ja wunderbar aus. Du wirst doch wohl nicht mit Biotik nachhelfen, oder? Eigentlich habe ich nur... Werbung. Okay, Werbung. Können wir lassen. Wir gucken mal hier dran, lang. Ich weiß natürlich nicht, wo es lang geht, aber wir werden schon den Weg finden. Oh, guck mal, galaktische Nachrichten. Juhu. 2 Jahre nach der Zerstörung der Destiny Ascension ist die Planung einer Flotte für die neuen alliierten Citadel-Verteidigungsstreitkräfte erneut zum Stillstand gekommen. Die Asari-Republiken haben ihren Anteil an der Verantwortung für die Verteidigung an die turianische Hierarchie abgetreten. Die Allianz der Menschen hält derzeit den Hauptteil der Streitkräfte. Ja, das ist natürlich auch nicht gut unbedingt, weil Menschen sind nicht unbedingt zuverlässig, muss ich ja leider sagen, als Mensch. So, gucken wir mal. Hier gibt es einen Sklavenhändler. Eine Lösung, keine Sorge. Schon okay, ich überlege mir was. Sie haben gesagt, SynIQ würde mich kaufen. Sie haben gesagt, es gäbe keinerlei Probleme. Ich hatte angenommen, dass Sie einen VI-Tag brauchen würden. Hallo? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie lassen die Sklavin gehen. Sofort. Wir bevorzugen den Begriff Zwangsarbeiter.
Und ich weiß, dass die Menschen wegen der batarianischen Sklavenhändler berechtigte Vorurteile gegen die Sklaverei haben. Bevor Sie vorschnell etwas unternehmen, sollten Sie wissen, dass die Quarianerin freiwillig unterzeichnet hat. Und dass ihr Vertrag auf Ilium völlig legal ist. Wenn Sie der Quarianerin wirklich helfen wollen, überreden Sie den Vertreter von Syn IQ dazu, Ihren Vertrag zu kaufen. Hm. Und wenn ich sie kaufe? Ich könnte sie freilassen und alle wären zufrieden. Ein edles Angebot mit drei Pferdefüßen. Erstens, Ihre technische Ausbildung bedeutet einen Vertragswert von mehreren hunderttausend Credits. Außerdem fällt eine Gebühr an, wenn man mich vor Ablauf der Vertragslaufzeit freilässt. Richtig. Und drittens sind Sie eindeutig ein Reisender. Und laut Vertrag muss Sie auf Ilium bleiben. Ich will nicht, dass man mich irgendwo in eine Mine steckt. Ma. Warum hat sich diese Quarianerin zur Sklavenarbeit verpflichtet? Börsenspekulationen. Ich kann gut mit Zahlen umgehen und dachte, ich könnte dadurch unbegrenzt Geld verdienen. Ich habe alles verloren. Mein Kreditrahmen wurde gesperrt, also habe ich mir illegal was geliehen. Den Rest können Sie sich denken. Als Teil unserer Abmachung habe ich Ihre Schulden beglichen. In 5 Jahren kann sie ein neues Leben mit ausgezeichneten Empfehlungsschreiben anfangen. Klingt gut. Außer Sie verlieren Ihre Unterlagen oder finden einen Grund, sie länger festzuhalten. Alle Verträge werden von den Behörden auf Ilium überwacht. In einem Fall, wie Sie ihn skizzieren, läge die Beweislast bei mir. Kein System ist perfekt. Aber es gibt Maßnahmen zum Schutz aller Beteiligten. Wenn Sklaverei legal ist, warum versuchen Sie dann, die Quarianerin zu verkaufen? Ich selbst halte keine Arbeitsverträge. Ich bin Vertragsmaklerin. Ich hatte gehofft, Syn IQ würde die Chance, einen fähigen VI-Tech zu kriegen, sofort nutzen. Aber sie haben mir nicht mal ein Angebot gemacht. Warum behalten Sie sie nicht, wenn sie technisch so gut ausgebildet ist? Die strikten Anforderungen bei Quarianern, was Gesundheit und Ernährung angeht, machen sie im Unterhalt sehr teuer. Ich mache bestenfalls einen minimalen Gewinn. Für häufige Anzugreparaturen und Reinräume fehlt mir das Geld. Was geschieht denn, wenn Syn IQ mich nicht nimmt? Es gibt immer eine Lösung. Ich werde mich um sie kümmern. Sklavenhandel ist also legal auf Ilium? Die Zwangsarbeit dauert eine vertraglich festgelegte Laufzeit. Oder bis bestimmte Voraussetzungen in beiderseitigem Einvernehmen erfüllt sind. Ilium muss sämtliche Verträge genehmigen. Es ist gesetzlich festgelegt, welche Einschränkungen und Strafmaßnahmen erlaubt sind und für welche Arbeiten ich sie einsetzen darf. Ich bin außerdem vor dem Gesetz für ihr Verhalten und ihre Gesundheit verantwortlich. Missbrauch ist streng verboten. Na, das ist ja schon mal was. Ich versuche zu helfen, was soll's. Ich rede mal mit dem Vertreter von Syn IQ. Mal sehen, was sich machen lässt. Wirklich? Danke. Das wäre großartig. Okay, also müssen wir jetzt einen Mann einen Händler zu überreden, eine Sklavin zu kaufen. Ganz toll. Na gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.